wenn sie dann ihr Objekt haben, dann können sie viel schneller und viel entschiedener auftreten. Und der Markt ja sagt, ja, nehmen wir. Ja, gehen, was weiß ich, wenn das Sonnabend ist, wir gehen bis Freitag zum Notar. Ja. Das vielleicht nochmal so als kleinen Tipp vorneweg. Wie sie Makler immer am meisten motivieren können. Ja? Wie gesagt, in der jetzigen Marktsituation ist das unter Umständen wichtig. Punkt 1, dass er schnell seine Kurtage kriegt. Ja? Das ist für den Makler das Allerwichtigste. Und dass sie schnell beim Notar sitzen. Ja? Das sind die zwei wichtigsten Punkte. Ich werde auch mal gefragt, ja, wie kann man den Makler denn in der Kurtage drücken? Das kann man machen. Ich frage dann immer zurück und sage, Mensch, wie fänden Sie denn das, wenn Ihr Chef nächste Woche zu Ihnen käme und sagt, Mensch, Herr, ich spreche jetzt keinen aus der Runde an, Herr Meier, Lüdenscheid, was halten Sie oder wie gefällt Ihnen das? Ab nächsten Monat kriegen Sie 200 Euro im Monat weniger Gehalt. Wie motiviert würden Sie dann noch an Ihre Arbeit gehen? Nicht alle auf einmal? Ein paar Grinsen? Nicht so, oder? Auf der anderen Seite muss ich zu meinem Chef gehen und sagen, ich hätte gerne am nächsten 100 Euro mehr. Das kann der Makler vielleicht geben. Oh, dem könnte auch 500 Euro